Oh, so, YouTube. Wir sind immer noch da bei Akbara Ikbesa zu suchen, nicht wahr? Und bisher habe ich es noch nicht wirklich gesehen. Von daher müssen wir weiter suchen. Wo wir genau sind. Akbara Ikbesa. Akbara Ikbesa. Scheint doch nicht so groß zu sein, wie ich dachte. Und hallo Don Öko. And dabei ist die Lösung so easy. You must only call the number from the shield and the person on the andere Seite fragen. Aber das wäre ja Cheating. Und wer weiß, ob die Nummern noch existieren. Wir fahren mal weiter. And now you should wissen, wo du bist. Du kannst ja gern für mich anrufen. Bin im Moment ein Erster bei der Challenge von heute. Okay. Ich weiß gar nicht, worum es... Ich habe einmal, glaube ich, hier diesen Kalender gemacht. Aber ich mag Challenges nicht. Und zeitlich sowieso nicht. Ja, jetzt geht's los, dass der hier springt. Ich mach lieber ganz entspannt. Slow, cozy. Wir gucken uns um. Ich mag dieses... Wenn ich irgendwas sehe, ich guck so, oh, guck, Tankstelle. Und du hast nur 10 Sekunden Zeit. Abgelaufen, 0 Punkte. Ah, finde ich nicht geil. Bin ich kein Fan von. So einen Stress kann ich mir auf Arbeit haben. Den brauche ich mir nicht in einem Spiel machen. Ich weiß, viele mögen das, Stress zu haben und alles muss schnell, schnell in Sekunden gehen. Aber ich bin ein Rumfahrkonnoisseur und fahre lieber stundenlang rum und ärgere mich, dass ich keinen Hinweis krieg, anstatt einfach mal zu raten, wo ich bin. Und jetzt ist hier Atan Ogube Branch. Das muss was Riesengroßes sein. Und ich sehe es nicht und das ärgert mich am meisten. Das macht mich richtig fertig. Ogun. Und da sind wir raus. Würde mir ja schon helfen, wenn einfach... Ikbora-Ora? Wenn einfach eine große Stadt irgendwo dran stehen würde, die ich irgendwie isoliert angucken kann. Also die Städte mit O... helfen mir gar nicht. Also außer Overi oder Port Harcourt würde helfen, wenn das irgendwie dran stehen würde. Das Land ist halt auch nicht wirklich klein, nicht? Das hier ist, zieht sich schon echt weit auch hier rüber. Was haben wir hier? Borna Adamanavava. Okay, das habe ich noch nicht mal gesehen heute. Hier in die Ecke hatten wir noch gar nicht geguckt. Aber ich glaube, das passt auch so von der Region nicht. Ich würde schon sagen, hier sowas passt eigentlich ganz gut, nicht? Es liegt schon relativ viel Wasser. Und hier könnte ich mir schon vorstellen, müsste zu nass sein für die Ecke. Schwierig. Schwierig. So, nach der Tankstelle ging es los, nicht? Wie schieden, wo steht denn, dass man nicht anrufen darf? Telefon und so. Ja, du kannst auch einfach bei Google die Position raussuchen. Steht nirgendwo, dass du das nicht darfst. Aber dann ist es ja witzlos. Finde ich zumindest. Aber es gibt Leute, die können anhand der Telefonnummer genau sagen, wo du bist, weil die fast von jedem Land oder zumindest von den Ländern, die sie trainiert haben, die einzelnen Vorwahlen wissen. Sag mal, bin ich jetzt wieder zurückgefahren? Das ist doch, das steht an, dass wir vorbeigekommen sind vorhin. So, und in die Richtung. Mussten wir nach Süden fahren? Oh, das ist, wenn ich jetzt mit dem Chat rede, nicht? Dann verliere ich immer die Richtung, in die ich fahre. Und wenn ich vorher nach Norden fahre und dann umdrehe, dann weiß ich nicht mehr, ob ich nach Norden oder Süden gefahren bin. Aber wenn dann irgendwann die Schilder wieder gleich sind, dann denke ich mir, irgendwas stimmt hier nicht.
Okay, aber an den Autos sind wir noch nicht vorbeigekommen, oder? Oder an der Tankstelle schon? Abanet. This land belongs to Abanet. I don't know, in welche Richtung ich fahren muss. Es sieht auch alles so gleich aus. Und weil ich schon in beide Richtungen gefahren bin, kann ich es auch nicht mehr richtig zuordnen. Schöne Tür. Die habe ich noch nicht gesehen. Schieb's wieder auf uns. Na, auf wen denn sonst? Weil hier ist der Startpunkt. Wow, da sind wir ja richtig weit gekommen. Okay, nach Norden. Genau, hier sind wir gerade gelandet. Also muss ich von dem Checkpoint nach Norden fahren. Dann steht da zweimal ein Schild, was verdammt gleich aussieht. Oder ich bin kurz nach Süden, wieder zurück zu dem Schild, dachte, hey, da war ich und bin dann falsch umgedreht. Das kann auch sein. Ah ja, ja, jetzt sind wir richtig. Das. Noch geht's und gleich werden wir erleben, wie die Kamera umkippt. Jetzt zum Beispiel. Oder nee. Wann kippt sie? Gleich fahren wir nämlich Richtung Seite, oder? Hä? Oder war das vorhin ein Google-Bug? Nee, jetzt. Jetzt, genau. Jetzt funktioniert das super, nicht? Toll. Tolle Stelle haben wir heute rausgefunden. Das ist ja richtig schön. Macht Spaß, so eine Startpunkte zu haben. Ah, dass sie überhaupt sowas noch auf Google haben. Ist dir mal aufgefallen, dass da mehr Polizei rumfährt als was anderes? Nee, das ist das Follow-Car. Das ist ja immer das gleiche Polizeiauto. Aber in Nigeria hast du immer ein Auto, was dem Google-Auto hinterherfährt aus Sicherheitsgründen. Oder aus Datenschutzgründen. Ich weiß nicht genau, warum. Deswegen wusste ich sofort, dass wir in Nigeria sind. Sonst hätte ich ja nicht mal gewusst, dass wir in Nigeria sind. Wobei das Land schon ein Special Vibe hier hat gerade. Nicht, dass plötzlich die Kamera fehlt. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich der Grund ist. Also ich glaube eher, dass die wirklich überwachen, dass die nicht irgendwas abfotografieren, was sie nicht dürfen. Und vielleicht für Sicherheit. Vielleicht eine Kombi aus beiden. Aber das habe ich schon mal erzählt. Was sollte jemand, der diese Kamera klaut, die das Google-Auto hat, an wen sollte er die denn verkaufen, außer an Google? So. Und wie blöd musst du sein, etwas von Google zu klauen, um es an Google zu verkaufen? Weiß nicht, ob das so nachhaltig sinnvoll wäre. Du klaufst ja auch nicht eine SpaceX-Rakete und gehst zu Elon Musk und sagst, hier, willst du eine SpaceX-Rakete kaufen? Das ist ein bisschen zu auffällig, glaube ich. Also das Equipment ist zu speziell, als dass du es einfach im Laden verkaufen könntest, weil jemand gar nicht die Daten von der Kamera wahrscheinlich auslesen könnte, ohne den Special Connector und irgendwelche Zugangscodes. Na, 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 vorsichtig. Vorsichtig. Das kann man auch falsch deuten, diese Worte. Und durchaus gibt es da wahrscheinlich mehr Militär als in manch anderen Ländern. Aber hier mit dem, wir springen irgendwo hin und her. Oh Mann, also es ist wirklich, ich meine, wer hat denn diese Aufnahmen gemacht? Ich meine, ich drücke aufs Haus und fahre nach Norden, oder ich denke mal, ich fahre nach Norden. Und wenn wir jetzt gleich am Ende ankommen, dann bin ich richtig angefressen. Dann haben wir nur den einen Punkt. Also schätze mal, dass du irgendwo in Afrika ist. Das ist zumindest gut abgeschätzt, ja. Es steht jeden Tag ein Dummer auf und du musst ihn nur finden, dann bekommt man alles los. Ja, das ist wahr. Und mit der richtigen Taktik kriegst du sogar alles noch mehr los. Oh, jetzt hat sich's beruhigt. Okay, wartet. Ich speichere sofort hier ab, damit wir hier nicht nochmal hin müssen.
Da hinten würden wir zum Beispiel genau erkennen, wo es ist. Das sind so offizielle Schilder. Und guck, da steht schon. Ach nee, ich dachte, es ist Armee. Treasure Palace Hotel. Okay. War jemand von euch im Treasure Palace Hotel in Nigeria? Bei Okubuke? Ich weiß ganz genau, ich habe dieses Obuge schon mal gesucht. Und ich habe mich zu Tode gesucht und dann geärgert, als ich es gefunden habe, weil es so offensichtlich war. Das wird mich verfolgen heute Nacht in meinen Träumen. Aber die Sachen stehen halt leider auch ein bisschen zu weit weg von der Straße, als dass wir es lesen können. Eindeutig Berlin. Ich komme aus Berlin ursprünglich. Ich würde sagen, ist gar nicht mal so weit hergeholt aus manchen Ecken. Wahrscheinlich riecht es in Berlin sogar schlimmer. Und in Berlin steht auch teilweise mehr Wasser auf den Straßen. Also, oh, ich glaube, jetzt haben wir was. Jetzt sind wir in was Großes reingeraten. Wahrscheinlich in Okbuke. So, hier. Atan. Ota Ogun, das kennen wir ja schon. Wir wissen die Straße in Okolokopuga. Kann man das ein bisschen von vorne lesen? Oxkuskuga Koka. Koka Alan Ota. Okwan State. Aber wo ist denn Ogam State? Cross River? Abia. Manchmal übersehe ich auch die Linien. Immo, Abia, Ebony, Ambara. Oh Mann. Bayelisia? Das habe ich auch noch gar nicht gelesen. Bayelisia. Mein Gott. Edo. Kogi, Kogi hatten wir schon. Benue, das kann auch so, manchmal ist um eine Stadt ein einzelner Bezirk, nicht? Dann stehst du echt dumm da. Tarabe. Nazarava, Alter, was habe ich denn hier alles übersehen vorhin? Niger, Kogi. Federal State Territory. Okay, hier, genau, Umabuja zum Beispiel. Plateau, das hatten wir vorhin schon. Was haben wir hier in der Ecke? Ekiti. Kwara. Da geht eine Zuglinie durch. Oyo. Kwara. Colines. Das ist ein anderer Staat. Kwara. Kebbi. Weil, wenn man in einer Ecke sucht und da ist es nicht, dann ist man einfach in der falschen Ecke zu 99%. Macht irgendwie Sinn, nicht wahr? Ich bin richtig weise. Okay, da kommt nichts mehr. Hier haben wir 3 auf einen Streich. Wo ist die nach oben? Ah, das ist nur der Fluss, okay. Okay, hilft mir nicht. Als ob es den Bezirk nicht gibt. Also es wird ihn geben, ich werde ihn nur einfach nicht finden. Jobe, Jigsaw. Sie hat auch echt nichts, was wir irgendwie auf diesem Ding stehen haben, nicht? Atan, Otar. Ich sehe halt Abba. Erst gestern bin ich Stammkunde, gutes Essen, aber die Matratzen sind etwas weich und die Teller
großen Spinnenstellen etwas. Aber sonst kann man das empfehlen. Ja, das ist gut. Dann werde ich mich da, glaube ich, einquartieren, weil solange wie wir hier noch unterwegs sind. Ikom Afgar Koko. Warte mal, hier steht da irgendwas mit Koko. Koka steht da aber. Boah, Alter. Das war... Ich ärgere mich gerade, glaube ich, zu viel über mich selber, dass ich nicht drauf komme, wo das war. Dass ich deswegen nicht richtig suche. Aber viel besser werden wir es wahrscheinlich gar nicht finden. Ogan State. Ich meine, da steht die Road, nicht? Da steht der Ort, da steht die Region und da steht der State. Und trotzdem findet man es nicht. Das ist Opi. Also wer seinen Opi sucht, da ist er. Das ist echt verhext. Heute haben wir wirklich die schlechtesten Runden. Ado. Ja, wir suchen Ota. Wir müssen ja eigentlich auf einer gelben Route sein. Theoretisch müssen wir in einer großen Stadt eingefahren sein. Cross River. Ich glaube, beim letzten Mal war das dieser Kogi State oder so. Und der ging nämlich hier und dann geht Kogi nämlich hier unten weiter. Bis hier runter, glaube ich sogar. Irgendwo. Bis hier. Nee, Delta. Edo. Der hat so eine ganz komische Form. Kogi, hier. Genau, hier geht Kogi irgendwie lang. Und dann ist das Stück aber auch noch Kogi. Und dann waren wir auf dieser Ecke hier. Koto, Idu, Abaji, Wako, Ukia, Uguma, Ukdubo. Aber nichts von dem, was da draufsteht. Gut, das könnte auch nur das sein von der Werbung. Und in die falsche Richtung führen, nicht? Am besten wäre so ein offizielles Servicegebäude. Baptist Church, School of Skota, Atan Ota, Ogun State. Also wir sind in Atan Ota. Definitiv. Ich hätte gern so eine Bezirksansicht, nicht? Anambra, Anibia. Dass man wirklich sich einfach die Linien irgendwie hervorheben könnte. Weil dann könnten wir wenigstens in die Region eingrenzen. Aber die haben so viele in ihrem riesigen Land, die halt auch teilweise ewig lang sind, dass es halt schwer ist, das wirklich herauszufinden. Aber Atan Ota, das war nichts Kleines, Atan Ota, oder? Boah, wie lange? 39 Minuten. Das ist viel schlimmer, als keine Hinweise zu finden, Hinweise zu haben und sie nicht zu sehen. Wisst ihr, was da hilft? Einfach mehr trinken. Anstoßen. Prost. Prost in den Chat.
Gamboru, Kuka, Atan, Ota. Was haben wir hier? Bauchi. Plateau. Die hier sind halt also riesig, die Region. Die können es eigentlich gar nicht sein. Nicht? Also die hier sind irgendwie so blom, blom. Und dann natürlich so irgendwas Kleines dazwischen ist, was man nicht sieht. Oder ganz schlimm sind die, die halt von Flüssen umrundet sind. Uzun. Vielleicht steht da Uzun State? Und nicht Ogun? Weil hier ist Lefe Lefe. Ogun, hier ist Ogun State. Hier ist er. Ah, zwischen dem und dem hier unten. Boah. Der geht hier. Hier ist, müsste eigentlich Ogun. Da hätten wir ihn sehen können. Die haben echt krasse Staatsform. Aber ich sehe immer noch nicht unseren Atan Uta. Aber der ist auch riesig. Bis hier oben. Hier ist Ota. Dann sind wir hier gerade reingefahren. Hier ist Atan Ota. Deswegen finde ich es nicht. Atan Ota sind zwei getrennte Dinge gewesen. Was für eine Pisse ist denn das? Schreib das doch nicht als Atan Ota hin. Das so. Man sucht doch nicht Atan und man sucht doch nicht Ota einzeln, wenn Atan minus Ota da steht im Ogun State. Okay. Aber dann müssen wir doch hier sein, in Ovode. Dann sind wir genau hier gerade. Sagan Odo Street oder sogar Sokoto Street. Wie hat die? Die hat keinen Namen. Jetzt ist die Frage, auf welcher Höhe wir stehen. Ivoje oder sowas. Iweke. Also wir können irgendwann nicht mehr nach Norden fahren. Und wir sind die ganze Zeit, weil mal, unsere Straße hier kommt aus dem Süden. Okay, dann sind wir hier. Und dann kommen wir von hier, aber wo kommen wir her? Akete? Atan Road. Das haben wir auf jeden Fall gelesen. Da ist ein Busstop. Okay, wir gehen mal zurück. Lamp of Glory. Oke Iqbala. Iqbala sind wir. Wenn wir Iqbala sehen... warte mal, Atan Police Station steht, glaube ich, auch hier irgendwo. Das habe ich irgendwo gelesen, Atan Police Station vorhin. Da fragt mich mal, wo. Okay, also Oke oder Iqbala? Oke Iqbala. Und guck mal, so... sah das gar nicht aus, wo wir gefahren sind, nicht? Das ist alles eigentlich voll bebaut. Das kann ja eigentlich fast gar nicht zutreffen. Vielleicht sind wir... Wir sind schon sehr nördlich-südlich gefahren. Ogbe. Iqbala. Ketu. Ketu. Akete. Oingongbogu. Manchmal steht das auch nur an den Gebäuden dran, wenn wir Pech haben. Chris Beauty. Ogdupe. Grand Leaders. Wie ist denn das Hotel nochmal?
Atanota Bastorp. Aus einer anderen Richtung können wir ja kaum gekommen sein. Oder wir kamen hier aus der und sind dann hier, aber wir sind ja auf eine Dreiecksdings gekommen. Das heißt, eigentlich können wir auch gar nicht da gewesen sein. Nach Süden, nicht wahr? Ich hätte vielleicht mal speichern sollen an dem anderen Punkt. Gut, der war ja nicht so weit weg. Okay, das war die falsche Richtung. Nach Norden? Also sind wir doch nach Norden gefahren. Oder? Springt der jetzt wieder? Nee, das passt. Wir hatten doch noch irgendein Schild hier, was so gut war. Aber angenommen, wir fahren hier lang. Wir fahren gerade ein bisschen nordöstlich, das passt. Dann sind wir durch einen Dschungelteil gefahren. Das heißt, wir würden hierher kommen. Da ist die Tankstelle, an die wir vorbeifahren. Das passt. Und wir stehen an einer Kreuzung hier drauf. Und da ist Femola International School. Wenn wir die sehen... Ich meine, Kreuzung gibt es viele. Ich würde fast sagen... Entweder hier... Die Straßen, die wir haben, sind schon größer. Über Wasser sind wir nicht wirklich gefahren, nicht wahr? Ich hatte eine Brücke vorhin einmal wahrgenommen, aber da war nicht wirklich Wasser. Wicked Oil, Schilbit. Einer, Eric Cybercafe, Villa School. Ich hoffe, danach kriegen wir sowas wie, weiß nicht, Malta und Deutschland. Sonst sitzen wir nochmal 2-3 Stunden. Kosmopolitik. Crawford Church. Oder wir sind halt hier. Wenn hier irgendwo Ogube mal stehen würde, würde mir das schon echt helfen. Was steht da? Oh Mann. Irgendwas mit Ministerium. Aldili Oetown, Salvation Street. Aladir. Gut, aber rein von der Logik, wenn wir eben irgendwo hier in Atanota waren und da sind wir auf jeden Fall nicht reingefahren und wir sind sehr lange Nord-Süd gefahren, kommt ja nur die Straße in Frage. Die anderen verlaufen nicht Nord-Süd. Ja, dass ich so gar nichts sehe, was hier irgendwo steht, nervt mich tierisch. Und die anderen Schilder konnten wir auch alle nicht lesen, glaube ich. Hier zum Beispiel würde auch genau draufstehen, wo wir sind. Ah, Mann.
könnte das Risiko eingehen, aber ich bin da ein bisschen skeptisch noch. Ich bin ein bisschen sehr skeptisch. Wenn wir nach Süden gucken, also die Straße geht nach Süden und geht dann nach Südwesten weg. Das heißt, wir könnten hier sein und dann geht die Straße nach Südwesten weg. Oder hier und dann geht sie nach Südwesten weg. Also entweder da oder da. Hier können wir eigentlich eher nicht sein. Weil die Straße doch sehr südlich geht. Und dann erst wegdriftet. Grand International School. Es gibt halt echt nichts Markantes hier. Das sollte Afrika sein. Ah, die Experten. Ja, hallo, Itzoko, ja. Wir wissen nur nicht genau, welche Höhe auf der Straße. Wir haben ja alles. Atan Akbara Road. Das wissen wir auch. Atan Akbara Road. Okdube Bus Stop. Ja, dann würde ich sagen, dann ist es das hier nicht. Okdube Bus Stop. Weil ihr sagt, in der Nähe off vom Okdube Bus Stop. Es könnte natürlich sein, The Lord Chosen. Dass das Ding Werbung macht im nächsten Dorf hierfür und sagt, hier müsst ihr abfahren. Wäre auch eine Option. Aber ich glaube, ich werde das Risiko jetzt eingehen. Das ist das einzige Landmark, was ich irgendwie habe. Und die Straße vor uns macht einen Knick. Das macht die hier. Ah, 3,14 Meter. Es hat sich gelohnt. Und das war die Stelle. Uiuiui. Okay, also ohne das Bus-Stopp-Schild da eben, hätte ich keinen Anhaltspunkt gehabt. Und das war eins von drei Schildern, was wir lesen konnten. Und die anderen konnten wir gerade so erkennen. Das hier hinten hätte alles nicht mehr gebracht, nicht? Uiuiui. Okay, und damit geht's in Runde 4. Tja, Südamerika. Gramossier. La Maggiore. Und habe ich vor euch beiden gesagt. Hey, was steht denn da auf dem Schild? Guatemala. Warum denn zweimal in Guatemala heute? Ich hasse es manchmal. Okay. Wir waren doch schon eben in Guatemala. Aber jetzt, eben waren wir in der Stadt und das war Hardcore-Modus. Jetzt sind wir irgendwo im Nirgendwo. Oh no. Lustiger Funfact, es war nicht Südamerika, sondern Mittelamerika. Ja. Klasse. Müsste Guatemala sein. Wenn das Schild nicht gelügen hat und die Werbung im Nachbarland machen, das kann ja auch vorkommen. Conceda cambio de luces. Nee. So eine Tricks wie Google Auto angucken machen wir nicht. Es gibt hier handfeste Beweise bei mir nur. Das heißt, Text, Straße, und Frenne con Motor. Da ist doch die Spannung. Auswendig lernen kann jeder. Wissen nicht. Und finden sowieso nicht. Das Wichtige ist im Leben, nicht alles auswendig zu können, sondern den Weg jederzeit wieder sich selber herleiten zu können. Leider ist Schule auf Einzelschüler, die auswendig lernen, ausgelegt. Und deswegen ist das ganze Bildungssystem darauf ausgelegt. Basido Municipal. Und du weißt Sachen, wenn du was liest. Ja,
und leite mir daraus was her. Dafür wurde Sprache erfunden. Ich weiß auch, sogar manche gucken nur in den Himmel und wissen genau, das ist die Wolke im südlichen, bla 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 bla, nicht? Aber wir machen das hier klassisch. Kasha Shahula. Ah. Wir sind relativ weit oben. Ey, ich liebe es auch, wenn man nicht vorwärts fahren kann. Wait, what? Ich komme eh nicht voran gerade. Das ist seine Location. Oh, warte mal. Ist da eine Karte? Tu mio Location Casico. Hilft mir nicht. Und Google Auto, da hast du eine kleine Antenne hinten. Das ist alles. Und selbst wenn ihr sagt, nein, das ist nicht, das ist das. Ich weiß zumindest, wie das Auto in Panama aussieht. San Antonio. Schon wieder. Aber gut, San Antonios nicht. Gibt's ja 30, 40 Stück. Da können wir nicht runterfahren. Oh no. Oh Mann. Impacto Murano. Aber hier kommt man echt scheiße voran. Das ist wirklich nervig. Ich muss W drücken, damit ich hier überhaupt mal irgendwas überspringen kann. Aber das mit Guatemala ist ein interessanter Hinweis, weil da MPH stand. Ich dachte nur, Mexiko und Amerika haben MPH. Ah ja, gut. Oder vielleicht Mittelamerika noch. Ah, wow. Ich wollte gerade sagen, jetzt wird's besser. Und dann wurde es nicht besser. Restaurant La Fogata. Oh. Risoro. Riso de Oro. Ah, da steht wieder Kilometer. Okay. Riso de Oro. Sehen wir da irgendwas? Ich meine, wir haben heute schon Guatemala im Detail angeguckt, nicht? Riso de Oso ist mir jetzt nicht untergekommen. Und 32 Kilometer sind für so ein Land jetzt nicht wirklich viel. Das Einzige, was wir wissen, wir sind wieder hier irgendwo in dieser Bergecke. Und Straßennummern haben wir vorhin gelernt, helfen gar nicht. Außer es ist die 1 oder Route Nationale oder sowas. Und wahrscheinlich gucke ich jetzt dreimal hier hin und dazwischen steht dann der Ort, den ich suche. Huateachancoto, Chachocho. Wir hatten ja den einen Namen, nicht wahr? Du bist an der Bar. Bis später, Don Öko. Trink nicht zu viel. Oder doch? Prost. Okay, wir haben einen Fluss. Hilft uns jetzt auch noch nicht so viel. Würde Erde schätzen. Ah, das ist auf jeden Fall dicht dran. Und meinst du mit, das ist deine Location, die du mal eingestellt hast? Oder weil du in der Ecke lebst, wirklich? Hombre, Palabrara, Chipapas. Ligas Lilatevo. Naja. Sevende. De Notre. La Junta. Mut zur Farbe haben sie ja.
Ja. Es ist immer so schade, wenn man eigentlich gute Hinweise hätte und dann einfach nur Brei bekommt. Chiapas. Hier ist Mexiko. Okay, hier komme ich nicht weiter. Wow. Dann lieber in die Richtung. Ich weiß nicht, ob wir hier wirklich viel weiterkommen noch. Rio Escondido. Ecuadoro. Eduardo, nicht Ecuadoro. Juntos por mi pueblo. Tja. Der Nachteil, wenn man Spanisch gar nicht kennt. Das einzige Wort, was ich wirklich gerade identifizieren kann, ist das da. Bar. Ist eins der wichtigeren Wörter. Aber dass er auch immer springt so. Le ofremos hilo barra y cubo por bolesa helos. Gut, wir können natürlich an der Grenze sein. Das könnte durchaus Sinn machen. Warum hier auch vielleicht so Mexikaner zusammenleben? Also ich sag euch, die Navigation heute auf allen Maps ist unter aller Sau. Deswegen dauert es auch so lange, weil man einfach nicht mal Strecke machen kann. Man bleibt alle Nase lang irgendwo an irgendwas hängen. Ich glaube, in echt wäre man 10-mal schneller. Hatte der ja gerade ein Pferd? Wo war er? Jo. Er hat einfach ein Pferd. Und im nächsten Bild? Ah ja, da ist es wieder. Und da sind die Pferde zu Kühe geworden. Und da vorne einfach mal noch ein Dingo? Nee, nur ein Hund. Ich meine, das könnte erklären, warum, also die Guatemala-Werbung an der Grenze zu Guatemala wäre auch eine Option. Sowas wäre richtig, richtig mies. Ja, hier kommt auch echt nur gar nichts raus. Ich meine, was mich wundert, diese lange Straße hier, in der nichts ist, ist beleuchtet. Und das ganze Dorf war nicht beleuchtet. Warum ist diese Straße beleuchtet? Missiona. Kapsi. Hier haben wir doch was. Chimuchul Chiapas. Construcciona di Chiapas. Valesc. Cabecera Municipal.
Chiumuselo. Wie heißt denn die Region hier? Das Ganze ist eine Region hier? Ja. Bis dahin. Chiapas. Okay. Dann heißt es, wir sind hier irgendwo an der verschissenen Grenze in Chicomuselo. Da ist Chico auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage, ist die Stadt auf der Seite oder auf der Seite? Oder haben wir hier vielleicht sogar so einen super Übergang? Das war, ist wie in, kennt ihr noch, wisst ihr noch diesen Fall, den wir in Kanada hatten? Der war auch richtig übel. Wo wir an der, eigentlich immer zwischen Amerika und Kanada gewechselt sind, wenn wir links, rechts gefahren sind. Das war auch mies. Okay, aber Chicomuselo, das Einzige, was ich an Chico sehe, ist hier. Hidalgo. Ich meine, wir sind ja auch über den Fluss gefahren. Das würde hier auch gut passen. Und von den Bergen her würde es auch einigermaßen passen. Das hier wäre fast schon zu hügelig, oder? So hügelig haben wir das eigentlich nicht bei uns, würde ich sagen. Wenn wären wir wieder hier irgendwo. Chiocochimot. Steht da noch irgendwas anderes? Juramento Municipal, bla bla. Chiapas, Del. In welche Richtung fahren wir eigentlich die ganze Zeit? Las Americas. Was haben wir hier für... Ah, okay, das könnte passen. Paclana. Wir fahren die ganze Zeit Richtung Westen, Osten. Alles klar. Ah, also hier wäre Chiapas selber. Da ist noch ein Chiapas. Das ist natürlich sehr gut, wenn Chiapas in Chiapas liegt, neben Chiapas und dahinter Chiapas ist. Dann kann man natürlich ganz leicht herausfinden, dass man in Chiapas ist, weil Chiapas bei Chiapas liegt. Nicht zu vergessen mit Chiapas und nicht zu verwechseln mit Chiapas. Okay. Wir hatten noch diesen einen Stadtnamen vom Anfang. Nee, ich drück nicht Enter. Ich rutsch da aus Versehen ab und dann lockt er das ein. Oder auch Leertaste drücken oder so. Ich drück lieber W gedrückt halten. Das ist einfacher. Und hier kommen wir nicht mehr weiter. Aber wir sind auf jeden Fall in einer flachen Ebene. Und im Südwesten sind Berge. Und im Norden sind Berge. Südosten sind keine Berge. Norden, Osten, Süden. In die Richtung keine Berge. Hier Berge. Hier glaube ich nicht, dass wir drin sind. Also entweder sind wir hier irgendwo oder hier irgendwo. Okay, wir gehen nochmal zum Start zurück. Wir können ja noch in die andere Richtung. Bin ich beim Starten in Richtung Südosten? Ah, Mann. Ja, wir sind Richtung Südosten. Alles klar. Deswegen gehen wir jetzt nach Nordwesten.
Wahrscheinlich komme ich jetzt direkt an eine Autobahn, wo steht, du bist auf der Autobahn 3, Auffahrt 23, das auch noch auf Google markiert und wir finden es sofort. Back to Preview. Okay, wir fahren auf diese Richtung zu. Ich hasse es, wenn er das Bild verzerrt, mich automatisch umdreht. Schon 20.24 Uhr. Oh, oh, oh. Das zieht sich heute schon wieder. Das war nicht so geplant. Ich dachte, wir machen heute eine schnelle Runde. Und dann haut er mir hier zweimal Guatemala rein. Einmal irgendwo und wahrscheinlich landen wir gleich noch wunderbar in Indonesien oder sowas an einer flachen Strandebene, wo in 20 Kilometern nicht ein Stück andere Landschaft kommt. Da wäre ich sehr zufrieden. Oder am besten noch Bangladesch oder Indien, mitten auf dem Reisfeld. Hm. Und dann in so einer Region, wo auch keine größere Stadt ist, sodass kein Englisch gesprochen wird da. Dann haben wir richtig viel Spaß. Weil dann müssen wir bis zur nächsten großen Stadt fahren, wo Englisch gesprochen wird. Velocidad. Okay. Passt bitte auf eurer Geschwindigkeit auf. Ihr sollt nicht so schnell fahren. Ich meine, ich fahre ja gerne durch diese Gegenden, nicht? Deswegen spiele ich das ja auch so. Aber das hier ist schon echt trist. Und wenn man schon heute in Guatemala war, ist es halt umso langweiliger. Rio Grupera. Rio Grupera. Gut, wahrscheinlich wird das hier mehr als ein Rio geben. Aber wir können ja mal... Vielleicht haben wir Glück. Und der hat natürlich wie immer keinen Namen, dieser Fluss. Das liebe ich. Aber wir hatten auch so oft, dass die schon gar nicht eingezeichnet sind. Kann man ja schon fast froh sein, dass die überhaupt hier auftauchen in der Karte. Haben wir hier irgendwo einen Fluss? Hier zum Beispiel. Wie heißt du? Hast keinen Namen. Na gut. Das ist echt ärgerlich immer. Das macht es auf jeden Fall nicht leichter. Yaratara, okay, und du? Gar nichts. Haben wir hier einen Fluss? Hier haben wir einen. Hat wieder keinen Namen. Aber hier fahren wir öfter mal drüber über den. Das könnte diese, na wohl, wir hatten ja eine gerade Straße zwischen zwei Dörfern eben. Ja, ich glaube, ein Fluss ist kein gutes Merkmal hier. Er sieht jetzt auch nicht so riesig aus. Auch schön, wie die Straße mal links-rechts geht. Obwohl eigentlich gar nichts da ist. Irgendwelche Grundstücksrechte etc. Pipapo. Ich meine, hier mit den roten Bäumen und so, das sieht dann schon wieder schön aus. Aber trotzdem liegt auch überall Müll rum hier. Da fragt man sich wirklich, hier wohnt doch keiner wirklich, wie da Müll hinkommt. DK390, die Kalb. Wird kein Hinweis sein, der uns hilft, oder? Das ist keine Straße. DK sagt mir jetzt gar nichts. Überholen dürfen wir nicht mehr. Ich weiß noch, wie wir die Route 2 in Mexiko gesucht haben. Und dann irgendwie fast ein
Oh, hat er mich ja richtig zurückgesetzt. Eine ewige Zeit beschäftigt waren. Ryuei Maguito. Auch nicht gelesen. El Pavimento no Dece Piedras. Keine Fußgänger bis ohne Bürgersteig. Sobre oder nur auf dem Bürgersteig. Ich weiß nicht, ich rate, ich kann kein Spanisch. Das macht es auch auf Indonesisch immer so schwer, den Stadtnamen aus der Schrift zu extrahieren, wenn man nicht weiß, was die Schrift bedeutet. Hier, endlich mal, Chico Muselo. Immer noch. Chico Muselo. War das nicht mal 32 Kilometer weit weg? So, Ost-West, Chico Muselo muss das sein. Montenegro. Munichakasho Honta. Las Paz ist da natürlich. Die Klassiker, man kennt's. Huitenka, Champula. Chico Muselo. Chico Muselo. Chico. Chico Muselo. Asede, he, ha, Chico Muselo, ha, e. Ah, Tritranta. Oh, Berlin! Da ist es. Wusste doch, ich hatte hier irgendwo mal auch in Berlin gesehen. San José, Berlin, natürlich. Das bessere Berlin. Solange es da nicht genauso dreckig ist wie das echte Santa Rita. Ich meine, Chico Muselo muss ja auf dieser Straße dann liegen, auf der wir sind. Okay, das ist zu gerade. Und so hoch sind wir nicht gefahren. Ich meine, hier ist Chiapas, aber Nuevo Imono, Castellono, Cus, Consaglio, Guerrero, De Rio. Quintin, Alejandro. Und eine ganz große Stadt, dann würde ich erwarten, dass die ja auch irgendwann mal dran steht. Wir müssen schon irgendwo so im abgelegeneren Teil rumdüsen. Und eigentlich müssen wir an der Ecke zu Guatemala sein. Weil sonst hätten wir keine guatemalesische Werbung dran gehabt. Das wäre super komisch. Gut, ich weiß halt nicht, wie weit die Einflüsse von Mexiko hier rübergehen und von Guatemala in die Richtung. Kann natürlich sein, dass die sehr weit reichen. Chimlapa. Unser Bezirk geht bis hier. Ich meine, das steht auch schon eine Weile dran. Ich würde erwarten, dass Chico Muselo dann nicht wirklich so ein Dorf ist, dass ich so auf diese Zoom-Stufe runter muss. Weil dann haben wir echt ein Problem. Oder wir sind auf so einer wirklich kleinen Straße und nicht auf einer gelben. Dann wäre das auch echt beschissen. Okay. Ich speichere hier mal ab. Chico Muselo, damit ich nochmal gucken kann,
wie der Name geschrieben wurde, vielleicht. Sag mal, ist das nicht unser Startort? Ich bin wieder zurückgefahren, kann das sein? Das sind die Autos, an die ich gerade vorbei bin, und das war das blaue Schild, oder steht das hier mehrfach? Wow. Tja. Habe ich ja richtig, richtig gut gefahren. Wo bin ich denn da? Er hat mich wieder umgedreht. Oder ich habe mich umgedreht. Wenn wir jetzt nochmal in die Stadt fahren, die da vorne war, vielleicht finden wir dann was. Jetzt habe ich mir den Startpunkt quasi markiert. Wow, bin ich ein Held, echt. Da, so eine Sachen, wenn das so verzerrt, das ist echt übel. Ich meine, wir sind schon recht hoch. Steht da auf diesem Steinchen irgendwas? Schiss? CHIS? Hilft uns das? Cambio de Lucas. Wir müssen wirklich irgendwo im Nirgendwo rumdümpeln. Und hier fahren wir gerade Süden und nachher fahren wir Westen. Da muss eine Straße sein. Es kann sowas halt sein, nicht? Die sich so dreht. Von hier, von den Bergen, von der Region. Wir haben halt nicht so viele Hügel bei uns. Das macht mich so ein bisschen stutzig. Das hier ist zu hoch. Nicht hier, keine Ebenen. Hier die Berge sind zu flach. Das hier passt doch ganz gut. Haben wir hier ein Echumecheco. Ich meine, ich habe auch echt noch keine Taktik herausgefunden, wie ich in so einem Fall das genauer eingrenzen kann, ohne wirklich dann das zu sehen durch Zufall, nicht? Wenn man weiß, wie es heißt. Wenn man so einen Berg hat, der wirklich hinaussticht, dann ist es was anderes. Aber ich glaube, wir haben keine Straße mit Straßennummer, oder? Weil sonst würde das doch irgendwann schon mal dran gestanden haben. Dann müssen wir auf irgend so einer kleinen Kackstraße dazwischen gurken. Das hier könnte auch gut passen, so. Was sich so ein bisschen durch die Berge schlängelt. Aber hier kommen halt auch ständig irgendwelche Dörfer und das haben wir halt auch nicht. Buona Vista. Ah. Ich kann ja mal raus und gibt's vielleicht. Also unsere Region geht bis hier hinten. Aber das Dorf kann echt nicht
groß sein. Chuchapa, Chumancha. Chuchucho. Chimalapa. Was war da? Da stand wieder Shiuchu dran oder so. War doch gerade ein grünes nochmal. Oder? Nee. Das Haus war nur grün. Manchmal hilft es, wenn man halt die Straßen im Paint oder so aufmalt. Das mache ich sonst ganz gerne, aber dafür brauche ich ungefähr die Ecke. Na gut, wir wissen, wir sind in Chiapa. Cachahuala. Cachahuala. Haben wir aber auch nicht gesehen, oder? Cachahuala. Ist halt alles zu klein. Okay. Ich glaube, bei so einer Hitze ist es nicht gut, Geotastic zu spielen. San Antonio, Col. Weiß halt doch nicht, was dieses Col bedeutet. Kolonie? Dass es ein kleiner Ort ist? Ist das sowas wie Dorf? Murano, Impacto? Da konnten wir nämlich nicht reinfahren. Und dann kommen wir einfach nur in dieses Dorf rein. Und das geht ewig weiter und dann geht's nicht mehr weiter. Riso de Oro. Und das liegt 32 Kilometer in die andere Richtung. Riso de Oro. Habe ich auch noch nicht gesehen. De Oro. Doro. Ro. Rizzo. Heute ist echt zum Durchdrehen. Ich schieb's einfach auf die Wärme. Chihuahua. Ich hoffe halt nicht, dass es Pico de Oro hier in sowas. Dass wir in sowas sind. Dann bin ich wirklich am Arsch die Arsch. Da habe ich gar nicht hingeguckt. La Corona. Oh oh. Chankin. Und das muss definitiv auf einer der Straßen liegen. Hier ist ein San Jose. Vielleicht geht es deswegen nicht weiter, weil wir hier hinfahren, Richtung Südosten. Hier ist auch ein Fluss, hat der einen Namen. Nee. Aber es passt halt von den Namen, die wir gelesen haben, halt gar nicht. Chuquilachiotto. Man weiß auch immer nicht, warum es halt nicht weitergeht an manchen Stellen. Weil da wirklich Ende ist, weil der Fahrer nicht weitergefahren ist. Es gibt ja verschiedenste Gründe. Ich sage ja heute das Wetter. Okay, was machen wir? Ich find's einfach nicht. 37 Minuten.
Rancho Nuevo. Oh. Aber ich kann auch nicht einfach irgendwo tippen. Das widerstrebt mir. Und der Bezirk muss dann auch noch so ein riesiger sein. Warum kann der nicht einfach hier diese kleine Kackecke haben und dann ist gut? La Luca, Nuevo Progreso. Wow, noch ein Nuevo Progreso. Erst gar keins gefunden, jetzt zwei. Buena Vista Uno. Oh, da ist das allererste. Und Las Paz. Wirklich, da hat man alle Klischeenamen auf einen Haufen. La Hacienda, auch nicht schlecht. Noch ein El Salvador. Noch ein Buena Vista. Juli Payas. Sombre. Aber ich habe so die Befürchtung, dass wir einfach irgendwo im Nirgendwo drin stecken. America Libre. El Palma. So, wie weit geht der Bezirk bis da hoch? Ah, nicht mehr annähernd irgendwas bisher gesehen. Ich wette, ich guck wieder so. Ich guck hier hin, ich guck da hin, ich guck da hin, ich guck da hin, ich guck da hin und übersehe das hier und das hier. San Antonio Nuevo León. Acapulco, schön für Acapulco. Was, wie heißt der Fluss? Usama Iacaloco oder sowas. Auch nicht hilfreich. Chico Moselo, da... Boah. Puh. Das war jetzt Zufall, was genau in der Mitte war. Eieiei. Okay, ich hab schon fast... Also wir sind wirklich im Nirgendwo in der Nähe von irgendwas. Wir sind einfach in der Scheiße gespawnt. Aber in der richtig heftigen. So, Risero de Oro. Riso de Oro, so auf der Straße sind wir. Wir sind 4 Kilometer davor. Ich werde den Standort nicht identifizieren können. Wie hieß der Ort, wo wir abgefahren sind? Irgendwas doch mit San Antonio. Okay, das heißt, wir sind da. Boah, jetzt heißt es Kurvenzehen oder was? Okay, wo spawnen wir? Südosten. Könnten auf der hier spawnen. Könnten auf der hier spawnen. Obwohl, hier ist eine Stadt. Dann werden wir hier irgendwo stehen. Und da steht auch Schiss. Okay. Das Problem ist halt, und jetzt geht sie nach Nordwesten.
Haben wir eine Straße bei uns, dass er uns deswegen hier spawnen lassen hat? Nicht, oder? Nix ist hier. Okay, also wir fahren nach Nordwesten. Und zwar ganz genau. Und dann drehen wir uns nach mehr nach Norden. Also wir fahren nach Nordwesten. Und drehen uns dann mehr nach Norden. Das heißt, wir könnten da sein. Das heißt aber auch, wir könnten hier sein. Das heißt aber auch, wir könnten hier sein. Dann geht's ein ganzes Stück nach Nordwesten. Jetzt könnte Paint wieder helfen. Wartet, das machen wir vielleicht direkt. Oder wir lesen nochmal dieses Schild. Achso, nicht auf den Gehweg laufen oder sowas. Okay, ihr kennt's. Der Paint-Modus. Er wird uns helfen. Ich hasse ihn. Game, 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 Game. Paint. Da. So. Wie machen wir's? Also, ich schreibe mir auf Norden, Osten, Süden, Westen. Ein Kompass ist immer wichtig. Ein wunderhübscher. Vielleicht ein bisschen größer. So. Wir starten nach Nordwesten. Also so. Und wir wissen, danach geht's dann nach Norden. Weil wir fahren eine ganze Weile. Und dann drehen wir uns nicht ganz nach Norden, aber ein bisschen mehr. So vielleicht. Das geht sogar relativ lange so. Sehr lange, okay. Ups. Ja. Und dann kommt ein Kurvchen, eine langgezogene Kurve. Und dann kommt da ein Fluss. Rio El Maguito. Und der zeigt fast nach Westen. Okay, dann kommt eine langgezogene Kurve. Na. Nee. Ah, fast. So fast. Dann können wir da, na gut, Fluss. Ich mach mal hier einen Strich und ich mach mal hier einen Punkt für Startpunkt. Ah. Oh. Na, ein Punkt. Mein Gott. Okay, ich mach hier auch einen Strich. So. Startpunkt, das andere ist ein Fluss. Und dann geht's straight nach Nordwesten, mehr nach Norden wieder. Das ist eigentlich zu nordwestlich, nicht? Das muss eigentlich nördlicher. So vielleicht wieder. Und das hier ist noch eine gute Stelle. Dann geht das nach noch stärker nach Norden und rum. Nach bis wohin? Bis Nordwesten. So, und dann geht's wieder. Okay, das ist nicht markant genug. So, jetzt drehen wir uns um. Süden. Geht nach Südosten, geht nach Südosten, geht nach Südosten, geht nach Südosten, geht eine ganze Weile noch nach Südosten. Dann kommt eine Einfahrt. Rancho irgendwas. Ja, so. Das hier muss gerade. Kann nur nicht gut malen, das ist das Problem. Wartet. Deswegen habe ich nie Zeichnen am PC gelernt. Weil ich einfach
keine Hand-Augen-Koordination habe. Deswegen kann ich auch keine Shooter spielen. Geht einfach nicht. Kriege ich nicht hin. Okay. Sehen wir denn die Rancho? Ich würde fast sagen, das ist die Rancho. Und ich glaube, wir stehen genau da, wo wir stehen. Ist denn hier ein Fluss? Hier wäre ein Fluss. Dann wäre das die Kurve bei uns. Aber da würde es nach... Das kann nicht unser Fluss sein. Hier wird ein Flussarm sein, der nicht eingezeichnet ist. Ich würde fast sagen, wir stehen wirklich da, wo ich schon hingepointet habe. Wir gucken uns jetzt nochmal die Straße nach Süden an. Langgezogene Kurve Richtung Süden. Nee, na, obwohl. Okay, eine Kurve Richtung Süden. Wird auch immer so spitz bei mir. Muss ja eigentlich eher so. Ganz kurze Strecke. Und dann geht es nach Südwesten wieder zurück. Warte mal, Südwesten? Okay, das heißt, das würde ja dann in die Richtung gehen. Um dann wieder nach Süden zu gehen. Um dann gleich wieder nach Südwesten zu gehen. Um dann gleich wieder eine harte Kurve nach Südosten zu machen. Okay. So, damit haben wir es. Wenn wir das jetzt rüberlegen, das ist das hier und das ist die harte Kurve nach Südosten. Da seht ihr sogar den Schlingel. Das heißt, das haben wir zu 1 getroffen. Das heißt, das hier ist die Ranch. Und das heißt, wir stehen genau da. Ich stelle mich noch auf die Straße. Jetzt ist die Frage... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. 9,5 bis zur Ranch. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bis zur Kurve. 2,36 Meter. Woo! Die Methode funktioniert. Wenn man ungefähr weiß, wo man ist, funktioniert die tippitoppi, nicht? Also da sieht man nochmal diese gezeichnete Ecke, die passt. Das nach oben passt sehr gut. Der Fluss ist nicht eingezeichnet. Pain-Taktik hat wieder gesaved. 2,36 Meter. Wir sind noch im Rennen. Und jetzt kommt die Runde 5 von 5. Bitte Deutschland oder irgendwas. Ach du Scheiße! Dreckige Rotzkacke heute. Oh no! Aber da vorne ist eine Karte, komm. Da vorne ist eine Karte, eine Landkarte. AH-48. Spanien. Oder was? AH-48? Nee, ist nicht ganz Spanien. Tadam. Was ist das für eine Schrift? Malaysia? Nee. Kambodscha? Tadam, Sri Lanka ist es nicht. Sieht aus wie Klingonisch. Wanga Gokka. Normalerweise hat Spanien diese komischen SH-irgendwas-Dinger. Sag mir gar nichts. Was soll denn das für ein Land sein? AH-48 Schuka. Okay. Sehr viel Berge. Ist das Bhutan? Aber die Schrift, was ist das für eine Schrift? Tadam.
Tebadam. Aber Indonesisch ist es nicht. Oder ist es so ein Dialekt hier oben irgendwo, den ich nicht kenne? Nan. Oder Myanmar. Aber das, die haben auch eine erründliche Schrift. Laos? Die schreiben eigentlich, in Bhutan schreiben die Deutsch, nicht? Also Deutsch, arabische Buchstaben. Irgendwie sieht es aus wie von der Eckigkeit wie Bangladesch, von der Kritzlichkeit wie Myanmar und von den Namen Thap Dham wie thailändisch. Aber Thailand hat ein anderes Straßensystem. Aha, 48. Können wir mal gucken? Also, die hier haben nämlich eigentlich auch nicht so eine... Die haben nämlich gar keine Markierung oft auf den Straßen. Ja, danke dafür. Okay, I'm very verwirrt. Indien ist es auch nicht. Dann Bangladesch oder sowas vielleicht. Aber wir haben immer ein R und Q. Z, R, Z, R, Z, R, Z, Z, Z. Kleinstraßen, R. Oh Mann. Da haben wir, also, das war genauso ein Klogriff, wie ich ihn eigentlich erwartet hatte heute. Vietnam? Aber ich war noch, ich wusste gar nicht, also Vietnam hätte ich nicht auf dem Schirm, dass das drin war. Aber da kommen ja oft mal neue dazu, nicht? Google hat ja viele Bilder gemacht. Hier ist CT. Die haben zumindest gelbe Straßenmarkierung. Haben die denn Berge? Die haben hier auch Berge. Aber bei denen ist alles CT oder DT. UL, okay, so wie die Region. So ein bisschen das spanische System. UL. War meistens eher blau. CT. China ist nicht drin. Malaysia hat eigentlich ohne irgendwas, oder? Hat Malaysia Berge? Ja, hier oben. Hier haben wir Art Ah, irgendwas immerhin. Kula Tiger Schuka. D. A. K. K. R. Okay. Spanien hätte mir gerade ein bisschen besser gefallen, obwohl man in Spanien auch richtig daneben greifen kann. Bis man da vielleicht die Straße findet. Und ich hatte in Spanien jetzt schon mehrfach, dass es die Nummer um 1 erhöht nur gab. Also wenn ich die 2001 gesucht habe, dann war es dann die 2002 oder so. Warum auch immer.
Oder die Straße war von einer höherwertigen überlagert, weil dann gleichzeitig noch, weiß ich nicht, eine DD30 über der SP1004 oder sowas lief. Dann wurde nur eins angezeigt. Aber die Schilder haben wieder nur die lokale Straße angezeigt und solche Geschichten. Borea Organizaciona Mountain. Da steht, Mann, Google, wirklich, ein englisches Schild und du blendest es mir aus. If you Border Road Organization. Okay, wir sind zwischen zwei Ländern. Aha. Sieht aber eher nach Südamerika aus oder irgendwas, aber die Namen passen gar nicht. Koga, Nam, Pat Nam. Boah, ist das eine Scheiße. Steht hier. No parking on bridge. Okay, aber die haben Englisch viel. Interessant. Infrastrukturmäßig sieht das auch sehr ordentlich und gepflegt eigentlich aus hier. Spannend. Singapur? Oder sowas? So ein bisschen Außenbezirk? Nee, die haben keine Berge, oder? Nee. Birma oder sowas wird das auch nicht sein. Das wäre viel zu groß hier, glaube ich, schon. Obwohl Border könnte schon wieder passen dann. Ich hätte ja Südkorea oder sowas gesagt, wenn ich so die Infrastruktur angucke. Das ist eine harte Nuss heute. Also heute ist Endgegner. Datang, Chekchen, Some Strong and High Bridge. Dantak, Chekchen, Some. Aber die Dinger, das ist doch Bhutan-Richtung, oder? Dann habe ich noch nie Bhutanesisch oder wie die da heißen gesehen. Aber die haben doch keine A irgendwas davor. Okay. Nepal. Die haben Fs. Und im Weiß. Passt also auch nicht. Okay. Also Bhutan hätte immerhin gelb. Aber die haben erstens nicht so viele Straßen und keinen Buchstaben davor, soweit ich das kenne. Hier mal ein A dahinter oder so macht Sinn. Aber hier würde ich auch nicht Pat Nam und sowas erwarten. Und genau, die Schrift ist so eher sowas dann. Asien gibt's nicht. Hongkong wird's nicht sein. Taiwan wird's nicht sein. Und die Dinger, also das kenne ich wirklich nur aus Bhutan bisher.
meine, würde es keine so eine Felsdinger geben, links und rechts, würde ich eher sagen, okay, das ist, weiß ich nicht wo. Aber gerade diese geschützten Felshänge kenne ich jetzt nur im Bhutan. Das passt alles nicht zusammen. Hier ist auch wieder so eine Strecke, wo man nicht vorankommt, wenn ich klicke. Heißt zurücklehnen und was trinken. Prost. Okay. Das sieht heruntergekommen aus. Ja, es muss doch Bhutan sein. Wenn wir Glück haben, aber wir haben nicht Glück, könnten wir das Schild da sehen. Oh, und dahinter ist ein offizielles Irgendwas-Schild. Ach Mann, natürlich musst du davor parken. Al-Bhutan-Transport. Okay, das heißt, wir haben eine Schrift, die ich nicht als bhutanisch, bhutanesisch, bhutenisch, keine Ahnung, identifizieren konnte. Wir haben eine Straße, die nicht zum Straßensystem passt. Aber immerhin passt der Rest. Wow. Ich meine, hübsch ist es da auf jeden Fall. Ich meine, die Straße ist auch relativ markant, nicht? Wir stehen auch an einer guten Stelle, wo es eine Rundung gibt, eine Brücke. Und Bhutan hat nicht unendlich viele Dörfer und Straßen. Das ist auch schon mal gut. Ich fahre jetzt noch ein Stück, so weit wie ich kann. Okay, wir können nicht weiter. Dann versuchen wir da in die Richtung noch mal kurz zu kommen. Stand hier nicht gerade irgendein Schild? Ach nee, das ist eine Wand. Ich dachte, das ist ein Schild. Optische Täuschung. Also diese Woche ist nicht meine Sprechwoche. Ab 26 Grad kann ich nie mehr richtig Schlaute reden. Täuschung. Optische Täuschung. Mein Gott. Fischers Fritz fischt frische Fische. Frische Fische fischt Fischers Frische. Eindeutig Sprachexperte. Was steht hier? Wow. Inflammable Petroleum. Okay, da steht nicht irgendwie der Ort, aus dem der kommt. Ah, aber das Ding dürfte dann reichen. Hotels oder so. Restaurant. Deluxe to King Restaurant. Veggie. Oh. Okay. Und DQR Hotel. Oh, da drunter steht genau, wo wir sind. Man kann es nicht lesen. Wanna Manna Shakuna Dunuma oder sowas. Oh. Das ist nämlich das Gute. Eigentlich steht's immer dran. Asien, ganz klar. Nee, muss ich enttäuschen, ist Afrika. Ich troll den Chat mal ein bisschen zurück. Eindeutig Namibia. Oder Simbabwe. Obwohl Botswana. Gleich kommen Elefanten. Mit großen Ohren. Okay, da kommt noch mal eins. Wenn da nichts dran steht, dann würde ich noch mal von unserem Schild ausgehen. Hotel, Restaurant, Wangoka. Wanka, Ohunka,
Okay, wir gucken mal, ob das passt. Also, Bhutan. Wanka Ubunka. Wir fahren Nord-Süd. Und wir sind irgendwo an der Grenze. Das wissen wir auch. Und wir haben sehr hohe Berge. Shenkari? Stand es nicht dran? Richtung Shenkari bei uns? Wangoka. Yonka? In Yonka war ich schon mal. Da bin ich schon mal gespawnt. Also ich muss sagen, ich hätte Bhutan nicht an dem Straßenschild erkannt. Warmong, Cutting. Ich meine, so viele Straßen haben die ja nicht. Schuka, Shimka, Doroka, Buki, Tashgang, Tendu, Mann. Shuka. Okay, View of Shuka. Die Frage ist jetzt, wo ist Shuka? Shuka, Shuka. Du, 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 du. Oh, honey, honey. Du, 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 du. Du, 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 du. Ura. Sei du. Shuka. Okay. Da sind wir. Breathtaking Viewpoint. Wahrscheinlich stehen wir an dem. Da ist das Dam Hotel. Das dürfte das hier sein. Dumview Restaurant. Und wir stehen irgendwo in dieser Kurve. Hier müsste die Brücke sein. Wo wir, das heißt, wir stehen hier oder so. Hier ist eine Abfahrt runter. Sehen wir die irgendwo? Es könnte das sein. Also, wir fahren nach Südosten. Warte mal, wir fahren nach Südosten und wir fahren nach Nordwesten, Norden, Osten, Süden, Westen. Nach Nordwesten fahren wir rum. Hä? Okay, ist überall Breathtaking Viewpoint. Aber ich bin verwirrt. Ich hätte gedacht, das Ding hier, Shuka, 3 Kilometer, das passt. Und das macht jetzt hier dieses Dingsi-Dongsi. Dann sind wir auf der anderen Seite? Nee, das kann nicht sein. Wir fahren hier und dann fahren wir da drüben nämlich zurück. Und das ist nach Norden, eine Schleife, die nach Norden geht. Hä?
Von Nordwest nach Nordosten. Von Nordwest nach Nordosten. An der Stelle. Ja, dann können wir ja nur hier sein. Und dann sind wir eben in die Richtung runtergefallen. Hotel Damview. Okay, so rum sind wir gefahren. Das heißt, wir sind hier irgendwo. Das erklärt doch die Brücke. Das sind die eingefallenen Gebäude. Das ist, genau, das ist die Tachong Bridge. Police Checkpoint. Aber wo ist die Straße, die runtergeht? Restaurant und Bumsang Bar. Okay. Wir stehen hier, würde ich sagen. Das ist dieser Bubble. Oder das ist dieser Bubble. Aber ich würde sagen, wir stehen hier. Das ist der Bubble. Dann geht es nochmal so nach hinten um den Berg. Dann kam die Kurve und dann ging es da drüben zurück. So. Wir stehen auf der Nordwest. Dingsi, die eigentlich ganz gerade ist. Ich würde fast sagen, dann stehen wir doch eher vielleicht hier schon, aber das würde nicht passen. Dann stehen wir hier. Dann kommt dieser eine Knick und dann geht's, wenn es da vorne nochmal rumgeht hart. Knicki. Und dann kommt diese Ausbeulung nochmal. Ja. Okay, dann stehen wir genau da. Und zwar, dann würde ich sagen, geht hier die Straße ab, dann stellen wir uns hier hin und bingo bongo. Was? Okay, komplett verschätzt. Aber egal, 6 Punkte liegen gelassen. Da, da ist die Straße. So weit hinten von der Brücke. Aber wir sind doch nur um die Kurve und über die Brücke gefahren. So weit soll das gewesen sein. Und das Hotel lag doch hinter uns. Also vor uns war kein Hotel mehr auf dem Weg. Okay, ich guck nochmal. Wir fahren jetzt nach Norden. Da müsste jetzt hier das Hotel kommen. Habe ich das echt komplett vergeigt von der Position? Aber hier war doch nichts, oder? Bis zur Brücke? War hier mein Hotel vielleicht? Weil das würde jetzt hier sein müssen. Oder es liegt unten drunter und man sieht es deswegen nicht. Das kann natürlich sein, dass das da unten drin liegt. So, jetzt kommt die Kurve um den Berg. Das ist jetzt... Eigentlich hätte ich gedacht, das ist jetzt die hier. Manchmal stimmen die Startpunkte auch nicht. Und jetzt müsste ja noch mal ein Police-Checkpoint kommen. Aber stimmt, die macht noch ein paar Schlängler, mehr als die hier wahrscheinlich. Obwohl, die macht kleine Schlängler. Und dann kommt noch mal so ein Dings. Okay, das ist jetzt das hier. Aber okay, weil das Hotel auf dem Weg nicht liegt. Ach, und dann ist das der Police Checkpoint hier. Dann steht die hier manchmal. Okay, ja, boah, das soll man wissen. Und dann kommt hier nämlich die Brücke. Okay. Und dann ist das hier... Aber hier soll ja der Startpunkt sein.
Das heißt, auch die Hotel und Bar haben wir nicht gehabt. Und wenn wir jetzt mal... Und ich fahre auch gerade nach Norden eher. Genau, hier ist die Brücke. Und die Brücke ist Nord-Süd, genau. Ist die hier nicht ganz interessant? Vielleicht gibt es noch eine zweite Brücke hier oder so, die nicht eingezeichnet ist, weil der Fluss nicht eingezeichnet ist. Oder das überbrückt nur Berge und keinen Fluss. Doch, da ist der Fluss. Aber das ist nicht die Stelle da hinten. Das ist doch hier. Okay, hier ist das. Ah, das ist natürlich blöd, dass der Fluss nicht eingezeichnet ist. Daran habe ich mich orientiert. Shit. Ja, das ist kacke. Nicht? Also ich habe mich an der Bar und dem Fluss orientiert. Der Fluss ist da und die Bar war hinter uns. Aber wenn ich jetzt nochmal starte und in die Richtung fahre, und das ist jetzt Südosten oder so, oder Südwesten, dann kommt hinter uns doch genau diese eine Ausbeulung. So, und das ist dann die hier? Okay. Ich habe gedacht, das ist die hier. Und jetzt kommt dahinter das Hotel und die Bar. Ich sag euch, das ist der falsche Startpunkt. Oh, jetzt geht's nochmal gerade. Und dann müsste es kommen. Oder es ist das Queen Tsang. Oh, das ist echt Millimeter. Hilf uns. Nein, nein, ich möchte euch jetzt nicht helfen. Google. In den falschen Momenten. Ja, da kommt nochmal eine Kurve. Okay, ich hätte nochmal die Google-Taktik anwenden sollen. Und das Ganze malen. Aber da ist die Bar. Oder? Du bist doch die Bar. Du bist Sonatoshongo. Aber was genau das ist, steht nicht da. Doch, Restaurantbar. Wartet, nochmal zurück. Deluxe to King, Restaurant. Also müsste eigentlich das hier sein. D2K, ja. Hier, das hier ist es. Und das Kuzang davor, das gibt's gar nicht mehr. Das ist ja... Okay, wie soll man sich so orientieren? Oh, krass. Guck mal, da unten. So ein Tempel. Ach, das ist... Das wurde erst gebaut. Die Gebäude existieren hier in den Bildern noch gar nicht. Die sind von Juni 2013. Oh no, das heißt, das sind neue Gebäude, die hier hingebaut wurden. Okay, da habe ich nicht dran gedacht. Oh, das ist mies. Oh, das ist mies. Ich habe mich natürlich an denen, die ich gesehen habe, orientiert und gedacht, das sind denn die. Deswegen gibt's die Bar auch nicht, weil die erst gebaut wurde. Und man sieht da runter auf diese Stadt. Na gut. 29.994 Punkte. Beim nächsten Mal schaffen wir die 30.000.